Windgeschützt hinter einer massiven Glasfront, so erleben die meisten Pferdesportfreunde in Dagelfing diesen dritten Renntag. Osterwochenende ja, aber Frühling nein. Die Traber jedoch trotzen Wind und Wetter und fahren heute insgesamt 8 Rennen. Zumindest solange es hier noch geht. Die Anlage des Münchner Trabrenn- und Zuchtvereins wird schleichend einer neuen Nutzung übergeben. 2005 hat ein Investor das Gelände gekauft. Der Verein darf es für Trabrennen noch nutzen, solange es kein Baugrund ist. Das kann noch 10 Jahre gehen, muss aber nicht. Parallel dazu schauen wir uns natürlich um, dass wir woanders mit unterkommen, damit dieser schöne Sport nicht ausstirbt. Es gibt natürlich Plätze, wo man sich heimisch fühlen würde, möglichst alles im Münchner Osten, aber es ist noch nicht spruchreif. Zum Hauptrennen. Mit der 1 aus Österreich Zinto und Sophia Raschert, mit der 2 Rapido, im Sulki ein echter Bayer, Josef Franzl nämlich. Die 3 trägt im Hauptrennen Celestial Light, die 7-jährige Stute von Gerhard Biendl. Und die 5 für Oncoming Diamond, er wird geführt von Christoph Schwarz. Abgesagt hat der große Favorit Orlando Chet, Verletzung beim Warmmachen. Das Feld geht mit dem sogenannten Bänderstart auf die Strecke. Sie sehen ganz links, Zinto hat 25 Meter Vorsprung. Der Start ist nun freigegeben. Und die 3 Männer verfolgen nun die einzige Frau im Rennen, Sophia Raschert. Der Vorsprung von 25 Metern schon am Kurveneingang fast egalisiert. Es ist ein schneller Rennbeginn, obwohl der Pacemaker Orlando Chet mit Rudi Haller fehlt. So, jetzt haben wir die wilden Vier miteinander. Rapido, nun am Kurvenende geht er in Führung mit Josef Franzl aus Bayern. Die beiden machen nun das Tempo auf dieser ersten Zielgeraden. Ein kurzer Blick nach innen. Dann die Reihenfolge. Rapido vor Zinto, auf 3 Celestial Light und ganz am Ende des Feldes Oncoming Diamond mit der 5. Offensichtlich aber nicht genug Tempo für Gerhard Biendl. Auf der Gegengeraden zieht er nach außen und an Sophia Raschert und Josef Franzl vorbei. Biendl übernimmt die Führung an einer taktisch sehr cleveren Stelle. Nur noch eine halbe Runde zu fahren. Und dafür sind sowohl Gerhard Biendl als auch seine 7-jährige Wunderstute Celestial Light viel zu erfahren, um sich diesen Sieg noch streitig machen zu lassen. Der Zieleinlauf, es gewinnt also Gerhard Biendl mit Celestial Light vor Christoph Schwarz mit Oncoming Diamond und Josef Franzl mit Rapido auf 3. Die Siegerprämie von 4.000 Euro teilen sich also Gerhard Biendl und der Besitzer des Pferdes Thomas Kestel. Die aufregendste Szene des Tages aber: dieses fahrerlose Pferd auf der Bahn. Gut 8 Runden schaffte Limited PS, bevor ihm dann doch seine eigene Pferdestärke ausgeht.